Hallo, meine Lieben. Ja, Neuigkeiten aus der Wurfkiste von unserer Großspitzhündin Peggy Sue. Erinnert ihr euch noch dran, als die Kleinen vor 17 Tagen auf die Welt gekommen sind? Da haben die reichlich in genau diese Schüssel reingepasst. Wie man sieht, jetzt ist sie so langsam wegen Überfüllung geschlossen, auch wenn die Kleinen das eng zusammenkuscheln wirklich sichtlich genießen. Ja, die Kleinen haben jetzt bereits die Augen geöffnet, also so kleine Schlitzchen. Hallo! Da haben wir das blumenfarbige Bubchen. Komm mal her, du kleine dicke Raupe. Hallo, du süße Maus. Und das blumenfarbige Mädchen. Guck mal, wie mit Kajal gezogen. Dann haben wir hier das zweite blumenfarbige Mädchen. Hallo, du Süße. Guck mal, die hat ein ganz anderes Gesicht wie ihre Schwester. Die kann man schön unterscheiden. So. Du kleines grau gewolktes Mäuschen. Ja, es sind drei grau gewolkte Babys noch in ihrem Wurf. Ein Rüde und zwei Hündinnen. Ist richtig schön aufgeteilt. Drei Buben sind's. So, schauen wir mal. Du bist das Bubchen. Das grau gewolkte Bubchen. Guck mal, was der Molleköpfchen hat. Och, das Molleköpfchen, das Dicke. Ist die eine. Guckt euch mal an, was das für eine stattliche Brummimausi ist. Och. Och. Ja, das ist das eine grau gewölbte Mädchen. Und die andere ist genauso riesig. Und das ist das dritte Mädchen, das zweite Mädchen. Hupalalala. Magst du nicht, wenn ich dich so rumdrehe, gell? Magst lieber wieder zu Mami, gell? So. Und wen haben wir da? Hallo, das schwarze Mädchen ist es. Das schwarze Mädchen. Und in der Schüssel haben wir noch das schwarze Bübchen. Ach, du Dickerchen. Guckt euch mal die Pfoten an. Die sind so süß, die dicken großen Bärentatzen. So. Ja, jetzt sind sie so langsam rausgewachsen aus ihrer kleinen Schüssel. Gell? Die dicken kleinen süßen Raupen. Und jetzt kuscheln wir sie gleich wieder zur Mami an, gell? Guck, da hinten fängt schon eine an zu motzen. Und Peggy, du bist so mit deiner Rinderkopfhaut beschäftigt, dass du gar keine Zeit hast, nach deinem motzenden Baby zu gucken, hä, Peggy? Ja, man muss sich ja auch stärken, gell, als Mama von 8 Babys, gell? Das geht ja gar nicht. Also, Peggy, wenn du ihn nicht holst, den Kleinen, dann hol ich ihn halt. Gell, kleiner Mann. Guck, komm her. So,
Jetzt bist du wieder bei den anderen dabei. Jetzt ist wieder gut, gell? Jetzt ist wieder gut. So. Das war's. Mit Neuigkeiten aus der Welpenstube beziehungsweise Wurfkiste von unserer Peggy Sue. Bis dann, meine Lieben. Tschüss.